Hallo, meine lieben Drachlinge, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tokyo Dark. Im letzten Part, haben wir versucht, mit dem Bruder von Mai zu reden, aber wir hatten uns ausgeworfen. Jetzt hat uns Mai, jetzt haben wir Mai einfach, wir haben Mai einfach gefragt, ob sie uns helfen möchte. Und sie hat einfach zugesagt. Und ja, jetzt möchte Mai aber, bevor wir zu ihrem Bruder gehen, dass wir einen kurzen Zwischenstopp bei ihrer Großmutter machen. Auf dem Weg dorthin ist uns jetzt das hier am Boden aufgefallen, was auch immer das ist. Eine tote Krähe liegt mitten auf der Straße. Der kleine Körper ist ein wirklich schlimmer Zustand. Bedeckt in getrocknetem Blut. Und die Maden haben schon begangen, sich durch den Körper zu brechen. Boah. Die geht Maden. Nein, aber schon. Ja, bah, I. Also Magen und Würmer und so. Das ist ekelhaft. Dann kriege ich einen Kopf rein. Jetzt genau wie vor Schnecken, ey. Bäh. I. Ah, Ayami, du kannst doch rennen. Ja, klopf mal. Ich hab gesagt, keine Besucher. Lass mich alleine. Oma, ich bin es. Bitte öffne die Tür. Mai? Oh, Mai, du bist es. Bitte komm da rein. Ja, komm da rein. Okay. Dürfen wir auch rein oder nicht? Ach doch. Okay. Der Bildschirm wird schwarz. Was passiert jetzt? Hier haben wir auch alles gesammelt. Boah, ist das dunkel hier. Warte. Was macht sie hier? Es ist okay, Oma. Sie ist hier, um zu helfen. Helfen? Ha. Bring mich nicht zum Lachen. Warst hier, um mir zu helfen. Erinnerst du dich? Ich fühlte etwas. Und du solltest mich von der Vergangenheit befreien. Befreien? Reden Sie über die Maske? Reden Sie nicht über dieses schreckliche Ding hier. Als ob sie Urfeinde, ja. Ich kann es, egal wie weit du gekommen bist, ich kann es immer noch fühlen. Wie Nadeln, die in meine Haut stechen. In meinen Träumen kann ich immer noch diesen Ort sehen. Haben Sie es auch gesehen, Detective? Ein dunkler Ort. Wo die, die wir verloren haben,
Ruhen. Ich bin so alt, hab so viel Zeit verschwendet. Und der Schmerz will immer noch nicht weggehen. Mein armer Emiko. Achso, meine arme Emiko. Ich vermisse sie so sehr. Wenn ich sie nur jemals gefunden hätte. Emiko? Meinst Mutter? Sie ist hinten? Wovon redest du? Sie ist gegangen? Takashi hat mir erzählt, sie ist gestorben, nachdem ich geboren wurde. Ja, natürlich. Du sollst auch nicht solche Dinge hinterfragen, Mai. Wenn es nicht für diese Frau wäre, wärst du sicher am Schrein gewesen. Nein, Oma. Du liegst falsch. Ich bin sicher, weil jeder mich anlügt. Ich werde nach Takashi sehen. Wenn du mir nicht die Wahrheit erzählst, dann wird er es tun. Mai, hör dich nur an. Du musst aufhören. Die Tür in die Vergangenheit zu öffnen, wird nichts verursachen. Schon seit du klein warst, habe ich immer versucht, dich und deinen Bruder zu beschützen. Bitte geht diesen Pfad nicht herunter. Ist genauso. Du erinnerst mich genauso sehr an sie. Du weißt, deine Mutter. Und sie, Detective. Vielleicht ist meine Enkelin zu nah, um es zu sehen. Aber sie können es nicht von mir verstecken. Ich weiß, was sie gesehen haben. Wozu sind sie, wozu denken sie, sind sie fähig, etwas zu tun? Halten Sie meine Familie Jahre raus. Genug der Schandtaten. Sie wissen gar nichts von mir. Und übrigens bin ich nicht der Einzige, der Dinge von meiner Familie versteckt. Sehen Sie mir. Kennen Sie die Geschichte von Izanagi und Izanami? Oh, Shintoismus. Das sind die ersten beiden Götter. Shinto. Izanagi und Izanami. Von denen stammen ja die Kinder. Amaterasu, die da alle kennen, Okami und so, Sandgöttin. Und ihr. Wie ist nochmal der Bruder?
Susanne? No. So, nee. Oder? Doch, ja, genau, doch, Susanne, genau. Und Red Schweiß war ja Izanami irgendwie gestorben und Izanagi wollte sie aus der Hölle holen. Aber Izanami war halt zum Dämon geworden. In seiner Trauer hat Izanagi dann halt hier, keine Ahnung, Kinder gezeugt. Und fertig. Oma! Das schon wieder? Ich bin sicher, Aito ist nicht interessiert, solche alten Mythen zu hören. Doch, wir wollen das jetzt hören. Wirklich, wir sollten jetzt weitergehen. Bleib hier. Egal wie oft ich dir diese Geschichte erzählt habe, du hast niemals die Grund ihrer Wichtigkeit verstanden. Ich denke, es wird dieser Frau nützen, wenn sie etwas davon erfährt. Izanagi und Izanami waren die ersten Götter. Was haben sie gesagt? Die wir als Kami kennen. In der Legende wird gesagt, dass in der Legende wird gesagt, dass die Tropfen des Meerwassers das Izanagi mit seinem Speer berührt hat, die Inseln von Japan kreiert haben. Ja. Als sie unsere Länder gründeten, brachten sie ihre Liebe und brachten sie ihre Liebe und formten alles Mögliche. Izanagi und Izanami hatten viele Schilder, hatten viele Kinder. Die Umgebung und die natürliche Welt um uns herum ausmachten. Für eine Zeit war das Leben sehr friedlich. Aber wie auch immer, als Izanami was Kagutsuchi den Gott des Feuers gebar, wurde sie so schrecklich verbrannt und starb an den Wunden. Als sie im Sterben lag und mit dem Tod rang, gewahr sie in aller Kraft neue Götter. Götter, die fernab vom Licht sich verstecken. Als Izanami verstarb,
war Izanagi nicht mehr er selbst und in seiner Wut tötete er das Kind, das seine Liebe getötet hat. Unverständlich, den ihren Tod zu akzeptieren, ging er in den Untergrund nach Yomi no Kuni, dem Land der Toten. Halb blind und mit dem Verlangen, wieder zu leben, sie wieder zu finden, wanderte er in der Dunkelheit, bis er letztendlich die Stimme von seiner Geliebten hören konnte. Unmöglich, ihr Gesicht zu sehen, bat Izanami, bat Izanagi, wieder mit ihm zurückzukehren. Izanami sagte, dass sie versucht hatte, dass sie es schon versucht hatte, und fragte die Götter von Yomi no Kuni, ob sie mit ihrem Mann zurück ins Land der Lebenden war. Unmöglich, den Wunsch nach seiner Liebe zu widerstehen, tat Izanagi alles, um mit letzter Kraft seine verlorene Liebe zu sehen. Was er sah, schockierte ihn zutiefst. Ein vermodertes, wurmdurchfressendes Gesicht. In tiefer Angst und Horror floh Izanagi aus Yomi no Kuni. Izanami sendete ihm dunkle Geister hinterher, die ihn jagten und ihn zurück zu ihr zogen. Nachdem er knapp entkommen konnte, versiegelte Izanagi den Eingang zu Yomi no Kuni mit einem großen Schloss oder mit einem großen, ja, keine Ahnung. Also, wir sehen, Detective, es ist unsere Mortalität, die uns dazu bringt, Toten in die Welt zu bringen, Verderben. Sie sehen also, es ist eine natürliche Ahnung. Total, keine Ahnung, mörderisch. Mörderisch zu sein, oder? Genau. Heißt auch, dass sie akzeptieren müssen, dass wir nicht das Leben und den Tod kontrollieren können. Detective, einige
Dinge können nicht verändert werden. Und manche Türen sollten niemals geöffnet werden. Sie müssen aufhören. Oma. Du erzählst über Geschichten und Mythen. Wir dagegen reden über die realen Dinge. Die Geschichte ist zwar ein Mythos, aber etwas Wahrheit ist auch in dir, in ihr drin. Könnt ihr das nicht sehen? Die Sache ist, ganz klar, es ist das Unnatürliche, das Unsaubere. Er hört meine Warnung und hört mir diesen Unsinn auf. Ich möchte nicht, dass Sie weiterhin meine Familie in so etwas involvieren. Zuerst nahmen hier diese Bastarde Emiko und dann traten sie hier auf. Vielleicht sollte ich auch mal die Sünden bestraft werden. Mai, komm her. Komm her, mein süßes kleines Kind. Komm her, mein süßes Kind. Wir müssen dich von hier wegbringen. Nein, Oma. Ich hab's dir schon erzählt. Ich werde zu Takashi gehen. Ich bin nun erwachsen. Du kannst mir nicht mehr sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Nein. Du gehst nicht. Du wirst nicht gehen. Wir müssen unsere Familie vor Außenseitern beschützen, Mai. Du öffnest wieder alte Wunden. Wir öffnen wieder alte Wunden. Lassen Sie uns allein. Lassen Sie uns heilen. Heilen? Du denkst, ich will heilen? Kannst du nicht sehen, wie sehr mir diese ganzen Lügen wehtun? Du bist diejenige, die mich die ganze Zeit verletzt, Oma. Nicht Aito. Du bist so desillusional. Du erzählst uns Stories, du erzählst uns Geschichten über Götter und Geister. Takashi kann vielleicht irgendwas auch vor mir verbergen. Aber zu guter Letzt macht es eher Sinn, mit ihm zu reden. Dieses Mal wird er mir die Wahrheit über alles erzählen. Auch über meine Eltern. Nein! Halt! Ich erzähle dir, wie deine Eltern, wie sie Du kannst es nicht, oder? Du hast mir nie erzählt, wie sie gestorben sind. Jedes Mal hat sich der Grund dafür geändert, wenn ich gefragt habe. Nein, nein, bitte. Du musst zuhören. Sie können das vielleicht hören.
Sie sind immer noch da draußen. Sie haben mir nicht vergeben. Kannst du sie nicht sehen? Sie? Wovon redest du? Du bist verrückt. Tut mir leid, so ein Gerät zu haben. Ich werde bald wieder zurück sein, um nach dir zu sehen. Bitte, geh nicht. Auf Wiedersehen, Oma. Okay, das war sehr merkwürdig. Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Der Bildschirm wird wieder schwarz. Bitte speichern. Danke. Es tut mir leid. Es ist mit ihr noch schlimmer geworden, seitdem ich sie das letzte Mal gesehen habe. Nein, es ist schon in Ordnung. Warum denkst du, hat sie uns von der Geschichte erzählt? Über Izanagi? Ich weiß nicht. Es war aber irgendwie gruselig, oder nicht? Sie hat davon erzählt, so als würde sie wirklich daran glauben. Kommen Sie, lassen Sie uns noch Kakashi sehen. Aber erst im nächsten Part, meine lieben Sachlinge. Oh, wir haben schon fast eine halbe Stunde. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, habt noch einen schönen Tag. Tschüss.